Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Alex. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. In einem neuen Format, wie ihr sonst nicht von mir gewohnt seid, denn ich möchte ein Vlog-Video machen und mehrere Vlog-Videos jetzt in Zukunft für euch. Warum mache ich das Ganze? Ich wurde von Zuschauern öfters gefragt, Alex, du bist jetzt schon so lange auf YouTube aktiv und hast so viele Videos rausgebracht. Erzähl mal was von dir persönlich. Wer bist du überhaupt? Was machst du? Beziehungsweise wie bist du zum Verkaufen gekommen? Und vieles mehr. Und das möchte ich in diesen Videos machen. Ich werde einige Themen anreißen und das nach und nach in den anderen Vlogs vertiefen und möchte generell so ein bisschen in dem Format so filmen und von mir ein bisschen erzählen und allgemein über die Welt philosophieren oder auch natürlich ein bisschen was an Motivation euch an die Hand geben zum Selbstständigkeit und vieles mehr. Deshalb, wenn du mehr von diesem Content haben möchtest und das für dich interessant ist, dann gib dem Video jetzt schon mal einen Daumen hoch. Das würde mich super freuen und motiviert mich, viele, viele weitere Videos zu machen. So, ja, wer bin ich denn überhaupt? Wie immer, wie ich mich auch vorstelle, ich bin der Alex, ich bin 30 Jahre alt, bin verheiratet, habe einen kleinen Sohn und bin selbstständig, ja. Habe einen YouTube-Kanal, habe einen eigenen Online-Shop und verkaufe auf Amazon und eBay. Das wisst ihr ja soweit von mir, das, was ich euch auch zeige auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, wie kam ich überhaupt zum Verkaufen? Beziehungsweise, ich reiß mal ein bisschen vorher schon raus, ja. Gebürtig komme ich aus Russland, das merkt man vielleicht an manchen Akzenten, die ich so von mir gebe. Ich bin jetzt nicht, ja, ich bin zwar hier aufgewachsen, aber bin mit 7 Jahren hier nach Deutschland gekommen und komme, wie gesagt, aus Russland. Dennoch spreche ich noch fließend Russisch, genauso auch wie fließend Deutsch. Ich hoffe, ihr versteht mich. Und ja. Ich war ganz normal in der Schule und habe dann eine schulische Ausbildung gemacht in der Wirtschaftsinformatik. Also da wollte ich dann nicht bleiben. Dann habe ich weitergemacht bzw. Wollte dann zur Bundeswehr und das habe ich dann auch gemacht. Ich war bei der Bundeswehr 8 Jahre lang verpflichtet. Und das war ein großes Plus für mich, denn neben der Bundeswehrzeit habe ich mir quasi mein Online-Geschäft aufgebaut. Schritt für Schritt habe ich dementsprechend angefangen zu verkaufen. Ich habe vorher privat auf eBay verkauft, dann habe ich meinen privaten Account gewerblich gemacht und verkaufe seitdem gewerblich bei eBay. Genauso wie aber auch bei Amazon und irgendwann habe ich dann meinen eigenen Online-Shop gehabt. So, kurz noch zu der Bundeswehr. 8 Jahre war ich bei der Bundeswehr verpflichtet und habe in diesen 8 Jahren, schon vor der Bundeswehr, habe ich mit dem Online-Verhandeln angefangen. Und in der Bundeswehrzeit habe ich dann Schritt für Schritt mir Zeit genommen und da was aufgebaut. Ich denke, es sind viele Zuschauer hier auch, die bei der Bundeswehr sind oder gewesen sind und die wissen es, dass man in verschiedenen Kompanien, ist es natürlich immer unterschiedlich, aber in den meisten Fällen hat man super viel Zeit bei der Bundeswehr. Ja? Die meisten Soldaten verplempern ihre Zeit und gammeln einfach rum, spielen mit ihren Handys oder pennen teilweise. Ja? Und das habe ich nie gemacht. Auch ich habe natürlich gepennt, natürlich. Wenn man müde ist und auf irgendwelchen Übungen ist und so, klar, schläft man da auch mal ein, na klar. Aber dennoch habe ich immer den Fokus gehabt, mir nach und nach was selbstständig aufzubauen, denn ich war verpflichtet auf Zeit 8 Jahre lang und ich wusste, irgendwann ist die Bundeswehrzeit vorbei. Und die Bundeswehr hat mich ehrlich gesagt ziemlich geprägt, denn mir wurde immer von oben was gesagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und das habe ich nie so gewollt und das war nie so mein Ding. Deshalb habe ich gesagt, ich möchte selbstständig werden und ich werde mir diesen Traum erfüllen und werde mir nicht von jemandem sagen lassen, was ich zu tun und zu lassen habe. Deshalb habe ich mir, wie gesagt, Schritt für Schritt einfach mal neben der Bundeswehr meinen Online-Handel aufgebaut. Es hat sehr langsam angefangen. Ich hatte in den ersten Monaten 2014 habe ich die Selbstständigkeit angemeldet. Mit der Kleinunternehmerregelung habe ich das Ganze angefangen. Es waren im ersten Monat 100 bis 200 Euro, die ich gemacht habe, rein Gewinn, was schon nicht schlecht gewesen ist.
Ich habe auch viel Geld aber investiert und später natürlich alle Gehälter, die ich bekommen habe, waren nicht jetzt voll investiert, aber zum Großteil habe ich natürlich Gelder von der Bundeswehr, die ich als Gehalt, als Sold bekommen habe, dementsprechend auch investiert. Natürlich für Wareneinkauf. Und das war auch super wichtig, deshalb habe ich heute sehr viel, was ich wieder reinvestieren kann und für das Geld, was ich Waren einkaufen kann. Und also bin ich ungefähr gut 6 Jahre jetzt schon gewerblich tätig. Und seit 2019, wo ich aus der Bundeswehr ausgetreten bin, habe ich mich dann komplett selbstständig gemacht, dementsprechend, wo ich dann keine Einkünfte mehr von der Bundeswehr oder wie auch immer bekommen habe. Und seitdem kann man echt davon sehr gut leben, muss man sagen, denn ich habe mir jetzt so weit das aufgebaut, dass ich mehr verdiene, als ich damals bei der Bundeswehr verdient habe. Ja, das habe ich vorher nie gedacht, dass ich das so schaffe. Ja, das hätte ich mir nicht erträumen können. Ja, ich dachte, das wird immer so nebenbei sein. Aber nein, die Motivation, der Wille und das Wollen, wie gesagt, das hat mich dazu befördert, das Ganze so umzusetzen. Und das verfolge ich Tag für Tag und mache das Ganze. So, nebenbei habe ich mir, wie gesagt, einen YouTube-Kanal dann dementsprechend erstellt. Wie ihr seht, und das ist ein kleines Hobby von mir, ja. Das mache ich so nebenbei, das sind nicht meine Haupteinkunft oder so. Deshalb ist es manchmal so, dass es ein bisschen zu kurz kommt. Ich versuche aber dennoch sehr viele Videos für euch zu machen, wo ich dementsprechend mich hinsetze und das einfach für euch realisiere, denn ich habe mir über die Zeit, wie ich jetzt selbstständig bin, sehr vieles angeeignet und das möchte ich zurückgeben. Ja? Ich lerne gerne selber viel und das, was ich schon weiß, möchte ich auch anderen rübergeben und abgeben. Also, und deshalb habe ich diesen Kanal erstellt und für euch mache ich diese Videos, um euch einfach nur zu zeigen, wie ihr Schritt für Schritt euch da auch eine Nebeneinkunft aufbauen könnt und dementsprechend vielleicht irgendwann in die Selbstständigkeit eintreten könnt. Ja, so viel zu mir. Falls, wie gesagt, euch dieses Format gefällt und ihr mehr von solchen Videos sehen möchtet, dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, drückt die Glocke, so verpasst ihr dann auch kein weiteres Video mehr. Wenn dir dieses Format gefallen hat und du noch mehr solcher Videos sehen willst, wie gesagt, dann würde ich mich auch freuen, wenn du diesem Video einen Daumen hoch gibst. Und dann würde ich sagen, das war's fürs erste Vlog-Video. Und wenn ihr Themen habt oder so, wie ich das Ganze verbessern kann, beziehungsweise worüber ich noch erzählen kann, dann gerne unten die Kommentarfunktion nutzen, wie immer. Und sonst wünsche ich euch natürlich wie immer viel Erfolg beim Verkaufen. Bleibt gesund, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.